Heute spielen wir Minecraft. Ein ganz guter Tag. Ja, lasst Daumen nach unten, wenn nicht das Spiel gefällt. Und er ist nach jemandem folgen. Wir wollten heute ein bisschen über Tiere sprechen. Auch. Ja. Freunde, lasst mal, schreibt mal in die Kommentare, ob ihr Opa, ein Tier, Haustier habt. Was für Haustiere ihr habt, ob euer Haustiere gestorben sind, sorry. Oder ob ihr mal welche hattet oder ihr mögt, ob ihr keine mögt oder ob ihr mal. Ja. Und schreibt mal auch in die Kommentare, was für Haustiere ihr habt, wenn ihr nichts habt. Also, ja, das ist hier unsere kleine Runde. Und Freunde, ich zeig euch nochmal, wie man Kühe zähmt. Ich kann jetzt nicht mehr, weil wir schon ein bisschen gezähmt haben. Freunde, also wir haben jetzt von letztens schon ein bisschen angefangen. Also, wundert euch nicht, dass wir kein erstes Part nochmal davon rausgebracht haben. Oha. Freunde, ab 50 Likes kommt ein neuer Part raus von irgendwas, was ihr wollt. Schreibt mal in die Kommentare, was ich mal mit ihm spielen soll oder so, ne? Und ja, ab 50 Likes kommt ein neuer Part von diesen Kühen und so alles raus, was euch. Also, ich hab als Haustier habe ich. Schreibt mal, also wie schon gesagt, schreibt in die Kommentare. Er hat zum Beispiel eine Katze und Fische. Ja, ziemlich viele Fische. Ja, und ich hab hier Hühner und ein Pferd und einen Hund. Mit einem Hühner und Hühner. Ja, und Hühner. Ah. Ja, er sucht nach Diamanten die ganze Zeit. Das habe ich nicht gesagt. Ja, vorhin. Oder nach Smaragd, die könntest du ja eigentlich aussuchen. Also ja, wie gesagt, 50 Likes, ne? Kommt ein neuer Part raus. Also, Freunde, schreibt mal in die Kommentare, ob ihr Haustiere liebt oder geht so oder hasst ihr Haustiere oder hasst ihr Haustiere über alles? Oder ja, noch keiner von Haustiere hassen. Naja, Noel hat mir mal, glaube ich, erzählt. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt sagen soll. Mach ich nicht lieber. Noel, erzählst du lieber. Ich weiß gerade gar nicht, was du über mich sprichst. Also, nein. Wirklich nicht. Ja, Noel, ich weiß nicht. Sag mal einfach. Du hast mir immer so erzählt, ja. Was ich natürlich nicht glaube, dass manche Leute hier Haustiere so sehr hassen, dass sie mit dem Haustier. Ach so, ja, das meinst du. Ja, manche machen das wirklich. Ich glaube, ins Meer gehen. Manche sind auch behindert. Ins Meer schmeißen. Ja, die Tiere. Glaubt ihr daran? Ich auf jeden Fall nicht. Also manche Leute sind wirklich behindert und sie machen sowas. Also manche behinderte Leute, die kaufen einfach Haustiere und lassen die frei. Das sind nette Leute, wenn die Haustiere freilassen. Weil die wollen ja wieder an die Freiheit. Freunde, naja, so ein Hund würde ich jetzt nicht unbedingt freilassen oder eine Katze. Ja, ich meine halt, wenn hier. Na, wenn nicht im Käfig aufgewachsen. So, die schon mal gefangen worden. Von so draußen, weißt du? Die waren mal draußen und wurden dann so gefangen. Wie ist das denn? Ja, so draußen hier waren gefangen worden. Und dann halt, also die wollen wieder an die Freiheit. Die vermissen das. Oder die so an Käfig aufgewachsen werden. Oder zum Beispiel Kaninchen. Oder Hasen. Oh. Wenn du zum Beispiel, wenn du jetzt zum Beispiel, also ich, der Zuschauer, zum Beispiel jetzt, so in, zum Beispiel jetzt zu Hause seid, so, auf einmal kommt so ein Riese. Und der nimmt euch einfach von eurer Familie weg und dann. Ja, und dann streichelt der euch so die ganze Zeit. Oh, du bist jetzt so süß und so. Und findet ihr das gut, wenn ihr die von der Familie weg seid und so einfach in einem Riesen lebt, in einem kleinen Käfig, wo ihr überhaupt keine Freunde habt und so und keine Familie? Also, ihr könnt ja machen, die von Käfig aufgewachsen werden. Aber mehrere Kaninchen ist gut, aber immer nur eins zu haben oder Hamster ja, oder so. Also am besten sind eigentlich immer zwei.
Am besten wäre es aber, wenn Hamster in der Wildnis leben würden. Oha, ja, aber oder die, Hamster, die nicht aufgewachsen werden? Hamster sind ja nachtaktiv. Und dann den ganzen Tag kommt so Krach. Da wollen sie doch schlafen lieber, als den ganzen Tag so wach zu sein. Und so ein Käfig zu sein, das ist schon ein bisschen ätzend. Musst du weinen? Nein, mein Auge trägt ein bisschen. Du hast was im Auge, natürlich. Nein, ich habe nichts im Auge. Ich habe einfach so gemacht, schau. So. Aber ich finde es schon ein bisschen traurig, dass die Tiere so eingesperrt werden. Ja, das ist halt gut. Aber ist halt so. Ja, vor allem alle Tierjäger, die jetzt zuschauen, lasst die Tiere von draußen. Also ihr sollt jetzt die Tiere jetzt nicht wegnehmen. Von wenn die jetzt zu dritt sind, wenn eine Hamster zum Beispiel jetzt ganz allein ist oder so oder jetzt irgendwie spazieren geht, zum Beispiel könnte er gerade seine Familie wieder suchen gehen, weil jemand die freigelassen hat, also weil jemand die mal als Haustier hatte und dann wieder freilassen wollte. Also lasst den einfach, also alle jetzt alle Zuschauer bitte nur kranke Tiere erschießen. Oder vielleicht. Na, jetzt nicht kranke, so gebrochenen Arme, jetzt kein Dings töten, ne? Also nur, wenn man die wieder heilen kann, zum Beispiel. Wir nicht erschießen jetzt so gleich. Es werden trotzdem gemacht. Ja, aber. Ich glaube, es bringt keinen Sinn, dass wir was für hier reden. Ja, aber manche machen das trotzdem einfach. Also, ich wollte noch einen Tipp geben. Ich suche jetzt auch mal durch mit Diamanten. Also, ich suche jetzt auch nach Diamanten. Ich grabe mich aber ganz runter. Ganz lang runter. Schon beim Bedrock. Du hast so weit. Und es ist immer noch hell. Du hast. Hä? Ich hab Gold. Wenn das jetzt hier mit Überlegungen herkommen hätte, wäre das wirklich geil. Ja, wenn du mich abbringst. Wo bist du? Geh mal nach Hause. Das wollten wir eigentlich nur noch mal sagen. Was? Mit den Tieren. Ja. Das war noch mal ein kleiner Tipp mit den Tieren. Ja. Oha, oha, ich habe einen Schluck gefunden. Oh, ich auch. Freunde, ich bin nicht schlimm, ich bin. Da war ich, glaube ich, dran. Guck mal unter dir. Ich glaube schon, dass wir das getan haben. Schickt das euren Freunden mit den Tieren und so, ne? Wenn die jetzt ein Tier so richtig quälen. Das Tierquälerei, das was, wenn man. Oha! Hi! Hier mein Hi. Ich habe mein Haus verloren. Falls ihr gerade das neue also eine Switch habt und so das Minecraft jetzt habt, also einfach nur Minecraft, nicht dieses hier, sondern das neuere. Also das ganz neue. Also das ist für den PC. Das für den PC, genau. Nicht das für den PC. Also das andere, oder? Ja. Da gibt es jetzt ein neues Update, was ihr sicher schon wisst. Aber falls ihr es noch nicht wisst, dann macht es das Update. Das wird mega nice. Da kommen auch neue Sachen dazu. Warte, so. Ich zeig euch das nochmal. Warte. Ja. Kannst du auch weitermachen.
das da? Er macht kurz Stab und so dran. Ja, seht ihr das, meinten wir? Das habe ich jetzt für die Switch. Ja. Und verwechselt es nicht mit dem, was wir hier gerade spielen. Ja. Das ist aber schon ein sehr altes Minecraft. 2000. 1900 irgendwas. Noch. 1900 irgendwas. Ja, da gab es die Switch schon noch. Ja, aber das gab es da schon. Also 1993 oder so. Gab es das nicht. Oh, Leute. Ja, ich kann nicht mehr. Bis denn. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.